Das Stadion erstrahlt, sowohl innen als auch außen, wieder einmal in leuchtendem Rot. Auch wenn Freundschaftsspiel draufsteht, verlieren will hier keiner. Es geht nicht um Pokale, es geht nicht um Trophäen, es geht nicht um Titel. Jetzt der Abschluss. Stark gehalten. Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Einfach stark gehalten. Die Abwehr steht. Ab nach vorn und hoffen. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Er trifft ihn. Und da rappelt's. Unglaublich. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Von seiner Kategorie gibt es nicht viele. Er ist eng gedeckt, aber wie er seinen Körper da einsetzt, das ist eine Augenweide. So ein Tor machen wenige. Was für ein Auftakt! Hier ist bislang nur ein Treffer gefallen, aber das ist eben auch dieser feine Unterschied. 1:0 der Spielstand. Jetzt sprintet er mit dem Ball nach vorn. Die Chance! Da hätte er sein Solo veredeln können. Den müssen Sie auf der Rechnung haben. Das macht er immer wieder gerne. Der Vorstoß aus dem Mittelfeld. Im richtigen Moment. Er hat die Chance. Jetzt muss er den Ball nur noch reinmachen. Und wieder ist der Keeper zur Stelle. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Da kann er sich lösen. Chance vereitelt, hat er richtig gut gemacht. Sie kontrollieren hier nicht nur den Ball, sondern eben auch den Gegner. Die Führung hier geht völlig in Ordnung. Er läuft da sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auch die schmerzhaften Wege zurück in die eigene Abwehr. Gefährlich. Da ist es passiert. Super. Eine 2-Tore-Führung, das ist komfortabel. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Dieses 2:0 ist schon sehr komfortabel. Das ist jetzt ein ganz anderes Spiel. Die Mannschaft, die hier vorne liegt, hat alles im Griff. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Es geht über die rechte Seite. Ja, guter Ball. Riesenmöglichkeit. Er bringt das, wie der sich hochschraubt. Ein ordentlicher Schuss. Und das war's. Mit der ersten Hälfte. Ja, ich weiß, der Fußball ist kein Konjunktiv, aber diese Chance, die mussten sie einfach nutzen. Also an die Futterweihe Fische. Wie fandest du die erste Halbzeit?
Sie führen mit 2:0 und ich bin gespannt, wie Sie jetzt vorgehen werden. Schnell klare Verhältnisse schaffen oder langsam und sicher diese 2 Tore über die Zeit bringen. Mit einem 2:0 geht's in die Pause. Das hier sind die ersten Sequenzen der zweiten Hälfte. Und wieder zurück ins Zentrum. Der könnte durchkommen. Ja, das gibt Freistoß. Die Gefahr ist erstmal vorbei. So jagt man heute den Ball. Und Abschluss. Macht er den? Sie spielen im Moment definitiv nicht auf Abseits. Naja, wenn du Angst hast, mit einem irgendwie überrascht zu werden, wäre doch das vielleicht auch das richtige Gegenmittel. Ja, definitiv. Wenn die Falle zuschnappt, dann ist alles in Ordnung. Aber die haben im Moment großen Respekt vor dem klasse Timing der gegnerischen Stürmer. Das könnte was. Und es ist passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nochmal nehmen lassen. Die Frage, die sich mir stellt, wie konnte er da eigentlich so frei stehen? Darüber wird zu reden sein. Richtig stark vorbereitet, richtig stark abgeschlossen. Am Ende war es nur noch Formsache. Gleich noch einmal frisches Personal. Na klar, der Trainer versucht mit dieser Einwechslung seiner Mannschaft einen zusätzlichen Kreativschub zu geben. Neuer Spielstand 3:0. Der Ball, der ist schon wieder weg. Da ist die Chance. Das ist ein Foul. Der Torhüter haut ihn weit raus. Gut gelöst, die Situation. Der Torhüter ist zur Stelle. Wunderbar nach vorn gespielt. Schießt ihn aufs Tor. Ein echter Test für den Torhüter. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Weg mit dem Ding. Und ein Schuss am Tor vorbei. In der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt darf er vom Platz. Einfach mal lang nach vorn. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Lang nach vorn. Und das war's für heute. Die Partie ist beendet.
Was war das bitte schön für eine Vorführung heute? Ein Tor schöner als das andere. Der Gegner hatte heute nichts zu melden. So, Hansi, deine Einschätzung zur Partie. Das ist nicht einfach nur ein Sieg. Das ist ein...